Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir wollen den Switchbot, haben wir schon ausgepackt. Das Video werde ich wahrscheinlich nicht hochladen, weil da gab es Probleme mit der Kaffeemaschine. Da muss ich noch bearbeiten, das dauert was länger. Da muss ich was anderes machen, aber egal. Um die ganzen Switchbot-Geräte im Home-Netzwerk einzubinden, nicht nur über die App, sondern auch hiermit Alexa fähig zu machen. Packen wir das als erstes, also als zweites aus. In der App bin ich schon angemeldet. In der Switchbot, im Skill bin ich auch angemeldet mit einer anderen E-Mail-Adresse als hier, weil die E-Mail-Adresse habe ich zwar ein Konto, aber funktioniert nicht mit dem Switch. So, werden wir gucken. Da haben wir unseren kleinen süßen Bot. So, hier haben wir auch ein Klebepinöppel mit bei. Ich werde mir auch an die Wand kleben, wahrscheinlich hier hinter der Schrankwand oder hinterm Fernseher, hinterm PC. Ich weiß es noch nicht genau wo. Ach Gott. Hier haben wir dann auch wieder eine Anleitung. Leider ist diese Anleitung nicht in Deutsch, sondern nur in Englisch. Wir haben die Switchboard App, ja, die habe ich schon. Und dann haben wir eine Anleitung, aber alles halt auch mit Video und teilweise so ganz gut gemacht, aber alles leider in Englisch. Wir können es auch an die Wand schrauben. Aber jetzt haben wir das verbunden. Ich glaube, ich werde es oder im Flur. Im Flur ist auch ein guter Punkt. Müssen wir mal gucken. Und dann Mikrofon so und da so. Jetzt sind wir hiermit verbunden. Also erleuchtet. Ja, es ist an. Und jetzt müssen wir natürlich unsere App nehmen. Ja, die Switchbot-App. Wir wollen ein neues Gerät hinzufügen. Da gehen wir hier oben auf das Plus-Symbol. Machen wir so, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So. Und wir wollen den Mini-Hub. Es gibt auch noch den mit der Wolke. Der sieht auch richtig cool aus. Wir wollen. Ach nee, falsch. Den Mini-Hub wollen wir. Und der blinkt auch so. Aha, okay. Ihr drückt halten. Dann blinkt das ganz schnell. Dann findet der das. So, da haben wir ihn schon. Und den müssen wir jetzt natürlich in unserem Netzwerk einbinden. Und wir wollen den natürlich 5, ihr seht jetzt hier meine Fritzbox 2,4, 5,0 taucht natürlich nicht auf, weil die 5 GHz sind nicht verfügbar. Da muss ich erstmal Passwort eingeben. Moment. Und next. Wenn man das Passwort hier nicht verstecken kann, kann ich es euch gerade jetzt nicht so zeigen, oder? Dass er dann am Arbeiten ist. So, und jetzt ist er mit den ganzen Geräten, ist er verbunden. Ja. Und hier war kurzzeitig ein Bluetooth-Symbol. Das ist jetzt weg. Da ist jetzt ein, ja, eine Cloud-Wolke. Wir gehen aber da mal rauf. Nee, hier bei der Kaffeemaschine wartet. Wir gehen auf den Hub.
So, einmal drauf. Add Control. Ah, jetzt können wir hier auch noch andere Sachen hinzufügen, weil der hat ja auch Infrarot. Wir können auch Infrarot-Sachen steuern. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt steuern wollen würde. Ich habe hier ein Infrarot-Gerät jetzt gerade angeschlossen, oder? Aber nichtsdestotrotz. Stellungen. So. Add Settings. Wir sind verbunden. Log. FAQ, Firmware-Update, Firmware-Version, ne, Update machen wir woanders. Dann können wir rauslöschen. Licht. Ah, da kann man das Licht dann ausschalten. Ich lasse es lieber an. Macht sich besser beim Überprüfen. So, und dann gehen wir nochmal raus und gehen hier unten auf Profil. Alle sind auf dem neuesten Stand. Und dann sollten wir ja rein theoretisch. So, ich zeige euch das nochmal. Wir haben den Hub Mini mit unserer App verbunden. Dann gehen wir. Ah, falscher Bot. So, gehen wir auf den Hub Mini. Mensch. Das hat funktioniert. Ach so, hier, jetzt habe ich's. So, Hub Mini, Einstellungen. Und hier stand eben noch Cloud-Dienste. Dann konnte ich den mit den Cloud-Diensten verbinden. Und da habe ich Alexa genommen und dann wurde ich weitergeleitet zur Alexa-App und habe gesagt, ja, verbinden. Das war eben noch da. Guck gerade mal. Ja, das ist jetzt komischerweise ist es weg. Ja, ist aber nicht mehr da. Normalerweise war genau hier über Log. Ich denke mal, wegen Rauslösche könnte ich es nochmal neu machen, aber ich bin ja froh, dass es verbunden ist. So. Aus dem ersten Video, was ich wahrscheinlich als was mein letztes Video wird, das ist der Testbot, den ich hier an die Kaffeemaschine gemacht habe. Hier habe ich einen Pinöpel rangeklebt mit Heißkleber, damit der Knopf da richtig rankommt, weil ich habe hier so einen Außenring um den Schalter, der sehr stark ist und der Schalter liegt ein bisschen tiefer. Dadurch kommt der Bot da nicht so richtig ran. Jetzt ist es schön festgeklebt. Ich habe den Schalter einfach erhöht und ich sage jetzt einfach mal, Achtung, ihr müsst euer A-Punkt ausmachen oder stumm. Alexa, Bot Kaffeemaschine an. Alexa, Bot Kaffeemaschine. Nein. Alexa, Bot Kaffeemaschine an. Da habt ihr seht, dass sie blinkt. Da, jetzt ist sie auch an. Alexa, Bot Kaffeemaschine aus.
Und ihr könntet jetzt zum Beispiel auch variieren, also wie lange der an sein soll. Aber da kommen wir im späteren Video noch dazu. Jetzt bin ich noch am Rumtesten. So, dann soll es jetzt für das zweite chaotische Video auch gewesen sein. Die nächsten werden besser. Jetzt läuft's. Jetzt kannst du noch vorangehen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Oh Gott.